Heute diese Aktion gegen die A49, gegen den Autobahnbau in Dannenröder Forst durch ein Trinkwasserschutzgebiet. Das ist eine Aktion von Lebenslaute, klassische musikpolitische Aktion. Beim Wasser haben wir keine Wahl. Sitzt Frankfurt bald auf dem Trockenen? Am 14. März sind Kommunalwahlen in Hessen. Heute versammeln sich die Stadtverordneten in Frankfurt zum letzten Mal vor diesem Termin. Wir wollen das nutzen, um Ihnen und allen Frankfurterinnen ins Gedächtnis zu rufen. Unser Trinkwasser ist in Gefahr. Bereits in den 80er Jahren sank der Grundwasserspiegel rund um Frankfurt aufgrund des damaligen Flughafenausbaus Startbahn 18 West. In der Folge wurden weit entfernte Grundwasserreservoirs für die Versorgung einer 500.000 Menschen im Rhein-Main-Gebiet erschlossen, das Hessische Ried und der Vogelsberg. In beiden Regionen sinkt deshalb der Grundwasserspiegel. In den einzelnen Gemeinden des Vogelsbergkreises kam es bereits im vergangenen Sommer zur Trinkwasserknappheit. Dieses Trinkwasserreservoir ist durch den Ausbau der A49 in Gefahr, mit giftigen Stoffen verunreinigt zu werden. In einem Trinkwasserschutzgebiet, in dem noch nicht einmal eine Kuh weiden darf, um das Grundwasser zu schützen, soll nun eine Autobahn gebaut werden. Mit Brückenpfeilern, die bis zu 30 Meter tief in den Boden gegraben werden und damit durch die Trinkwasserschicht führen. Nur 3% intakte Wälder in Deutschland, nur noch 3% intakte Wälder. Mitten durch eins der letzten großen intakten Mischwälder in Hessen, den Dannenröder Forst, wurde die Schneise für diese Autobahn geschlagen, die Kassel und Gießen verbinden soll. Noch ist es nicht zu spät zum Umplanen. Genau unter dieser Schneise liegt der Grundwasserspiegel, von dessen Wasser Frankfurt abhängt. Anstatt in Zeiten der Klimakatastrophe jeden Baum und jedes Wasserschutzgebiet zu schützen, fräsen Bund und Land eine Autobahn mitten hindurch. Von Anfang Oktober bis heute fielen diesem Projekt 50.000 gesunde, jahrhundertealte Bäume zum Opfer. Dieser Bau verstößt gegen EU-Recht, das den Schutz des Flora-Fauna-Habitats Dannenröder Forst garantiert. Im Herrenwald bei Stadt Allendorf liegen giftige Reste einer der größten Munitionsfabriken Deutschlands aus der Nazizeit. Fachleute warnen vor der Gefahr, dass beim Bau der Autobahn toxische Reste von TNT in den Grundwasserkörper gelangen können, aus dem sich auch das Frankfurter Trinkwasser speist. Die Parteien der Großen Koalition und ihre Vorgängerregierungen, CDU, FDP, SPD und Grüne, haben diese Autobahnbau seit 40 Jahren geplant und verantworten diesen Planungsdinosaurier heute. Die CDU und Grüne schieben die Verantwortung dafür von sich. Beim 40-jährigen lokalen Widerstand schlossen sich im letzten Jahr tausende Menschen und viele Umweltschutzorganisationen an. Sie unterstützten seit Herbst 2019 die Besetzung des Dannenröder Forsts. Im letzten Herbst wurde diese Waldbesetzung gegen den Autobahnausbau geräumt. Sehr viele Menschen in der Region als auch bundesweit haben sich mit den Besetzerinnen und mit der Bürgerinitiative solidarisiert und tun das bis heute. Auch wir Netzwerk Lebenslaute haben uns an dem vielfältigen Widerstand der letzten Monate beteiligt. Mit der heutigen Aktion möchten wir Sie darauf hinweisen, dass alle Fakten auf dem Tisch liegen und niemand der Stadtverordneten sagen kann, von den Gefahren einer Trinkwasserverseuchung nichts gewusst zu haben. Keine neuen Autobahnen, nicht hier und anderswo. Auch wenn inzwischen eine Schneise der Verwüstung mit Stacheldraht und Dauerbewachung geschützt durch die Wälder zieht, ist noch kein Meter Autobahn gebaut. Mit jedem einzelnen der über 800 bundesweit geplanten neuen Autobahnkilometer werden Staat, Polizei und Autolobby mit unserem Widerstand rechnen müssen. Nicht nur im Danni, sondern überall in Deutschland. Der Widerstand formiert und vernetzt sich. Diese Auseinandersetzung ist alternativlos. Es gilt, ohne eine umfassende Energie- und Verkehrswende sind die überlebenswichtigen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens nicht zu verwirklichen. Wir fordern die Stadtverordneten Frankfurts heute auf,
Solidarisieren Sie sich mit dem Widerstand gegen den Autobahnbau der A49 mitten durch ein für alle Frankfurterinnen ein lebenswichtiges Trinkwasserschutzgebiet. Nehmen Sie noch vor den Kommunalwahlen deutlich Stellung gegen den Bau der A49. Legen Sie ein umfassendes Konzept für eine Verkehrs- und Energiewende für Frankfurt vor. Beim Wasser haben wir keine Wahl. We need to rise up!
Ja. Raumbesetzung im Gefängnis in Freundesheim. Wir fordern ihre sofortige Freilassung und singen dazu folgendes Lied. Sie sind im Gefängnis, weil sie einen alten Baum mit ihrem Leben verteidigt hat. Deswegen ist sie immer noch festgehalten. Und fällt dir das denn wohl?
Dieses Lied wurde umgedichtet für den Hambacher Forst, mit dem wir uns solidarisch in Verbindung fühlen. Yeah.
Thank you.
Thank you.